Und ein weiteres Video der häufigsten Fragen und Antworten jetzt zum Thema unsichtbare Stecker. Wir haben ja sehr oft Polizisten, Soldaten oder auch je nachdem Religionszugehörigkeit, möchte nicht jeder, dass man das Piercing, gerade die Piercing-Punktur auch sieht. Es gibt immer die Möglichkeit, den Stecker auch unsichtbar zu machen. Unsere Teflon-Stecker, die wir benutzen, sind grundsätzlich sowieso durchsichtig und wir haben die Möglichkeit, den Stecker einfach umzudrehen. Das ist hinten ein Stecker, der hat vorne hinten eine gegossene Kugel, die ist also fest am Stecker und vorne wird die Kugel draufgeschraubt. Wir drehen den Stecker bei den meisten Fällen um. Manche, wenn sie ins MRT müssen, können wir auch theoretisch komplett durchsichtig machen mit vorne einer Acrylkugel. Bin ich nicht unbedingt der Fan davon, weil der eine ist Teflon, das andere ist Acryl. Acryl ist härter und gerade wenn es auf den Winter oder Herbst zugeht, durch Warm-Kalt-Schwankungen, draußen kalt, drinnen warm, kann das brüchig werden, porös und platzen. Und dann kann passieren, ihr verliert den Stecker. Deswegen, wenn ihr nicht gerade ständig ins MRT müsst und den unsichtbar haben wollt, dann drehen wir den Stecker einfach um, den wir haben, unsere eigenen Piercing-Punktur-Stecker, die wir übrigens selber entwickelt haben, die hat kein anderer. Dann drehen wir den um, verschrauben hinten Ohr, im Ohr die Metallkugel, die fällt dann kaum auf und dann sieht man den Stecker auch so gut wie gar nicht. Wir nehmen, wie gesagt, überwiegend Teflon. Ich bin kein Fan von Titan. Zum einen könnt ihr Teflon immer drin lassen, MRT, CT, Röntgen muss nicht entfernt werden. Und ja, ansonsten, ihr könnt einfach kürzen. Deswegen unsere Teflon-Stecker. Aber wir können ihn unsichtbar machen, also auch keine Sorge, wenn ihr die Angst habt, man darf das nicht sehen und sollte man nicht sehen. Die Möglichkeit besteht, ihn relativ unsichtbar zu machen.